Sie dachten, mit mir ist es aus und vorbei. Doch ich hau dir selbst aus meinem Kraft die Schnauze noch ein. Dumme Menschen behaupten, ich suche einen Dauer nur Streit. Während ich mich frag, ob die überhaupt noch was peilen. Gibt der Klügere nach, heißt es, er traut sich nicht, weil er genau weiß, am Ende steht der Lauch da allein. Denn hinter ihm steht keiner, außer vielleicht zwei, drei Fans, die an ihn glauben zur Zeit. Doch erhebe ich meine Stimme, will ich Aufmerksamkeit. Egal wie man es dreht, ihr findet Ausreden leicht. Denn euch ist ganz egal, was der andere erzählt. Rest in Peace, Kascha Lena, so grausam, ich weiß. Die Welt ist ein Ort, den man kaum noch begreift. So viel Trauer und Leid, aber denkt immer daran, ihr triebt die Frau doch so weit, dass sie nicht mehr weiter wusste und geglaubt hat, nur eins könnte sie befreien, wie down muss man sein. Unendlich tief, sie lag am Boden und war nicht mehr zum Aufstehen bereit. Sie wollte Gutes, doch im Kopf der Raum wurde zu klein. Sie raubten ihren Geist mit tausenden Likes. Doch für ihre Sicht stellte man sich taub und man schweigt. Aber trat auf die Person dann dennoch auch noch mit ein. Von den widerlichsten Menschen hast du lautes Geschrei. Denn Mobbing ist doch leicht, ist man da draußen ein Geist. Ich seh im Himmel so viel Geister. Geister. Und jeden Tag geht es so weiter. So viel Schuldige in Freiheit. Und jetzt heucheln sie ihr Beileid. Anonymität gab trollende Stimme. Sie betäuben die Sinne und äußern bestimmte Dinge. Die Folgen, die danach folgen, sind schlimme. Und jetzt sind Mobbing-Opfer über Wolken im Himmel. Labile Menschen mit dem Teufel am Ringen. Und ich hoffe inständig, sie können ihn bezwingen, bevor sie sich selbst nie wieder finden und in einem schwarzen Loch in der Tiefe versinken. So viel Krisen inmitten des Erwachsenwerdens. So viel Tote, die niemals erwachsen werden. Du darfst nicht alles tun, um dazu zu gehören. Denn dazu zu gehören hat ihre Zukunft zerstört. Deshalb ist es wichtig, bei jeder Tragödie sich stark zu machen im Kampf gegen das Böse. Denn du willst dich schuld sein am Tod eines Menschen, denn wo soll das enden? Ich sag es dir beim Trost spenden, beim Überbringen der Nachricht, wenn Eltern begreifen, dass ihr Kind nicht mehr da ist. So wein Gott, helf ihr geliebtes Kind, wird sich dir wieder bei ihnen melden, denn sie ist nun blind, blind für den Hass und die Hetzkommentare. Der Preis dafür war ein letztes Mal atmen, Herzen gebrochen, Särge geschlossen und jetzt werden Knochen in der Erde verrotten. Ein wunderschöner Mensch musste sterben, weil Fotzen hinter dem PC mit Gewehr auf sie schossen. Denn Worte können töten, deine Tastatur ist eine Waffe und Menschen trennen dadurch ab vom Kurs. Worte sie töten wie Bleipatronen und das haben sie, sie ist tot, einfach so. Mobbing hat schon wieder einen Geist gestohlen und zurück bleibt ihr sechsjähriger kleiner Sohn. Ich seh im Himmel so viel Geister. Geister. Und jeden Tag geht es so weiter. So viel Schuldige in Freiheit. Und jetzt heucheln sie ihr Beileid. Ich seh im Himmel so viel Geister. Geister. Und jeden Tag geht es so weiter. Weiter. So viel Schuldige in Freiheit. Freiheit. Und jetzt heucheln sie ihr Beileid. Ich seh im Himmel so viel Geister. Geister. Und jeden Tag geht es so weiter. Weiter. So viel Schuldige in Freiheit. Freiheit. Und jetzt heucheln sie ihr Beileid. Ich seh im Himmel so viel Geister. Geister. Und jeden Tag geht es so weiter. So viel Schuldige in Freiheit. Und jetzt heucheln sie ihr Beileid. Das ist die Welt, tragt ein Teil dazu bei. Oder morgen stirbt irgendwo ein weiterer Geist, der nicht mehr weiter weiß. In seinem Geist hört die Stimme der Vernunft sich die Stimme der Straße, sonst sein Kinder zu Grabe und dem Himmel in die Arme.